In diesem Video zeige ich dir, wie du den Airwick Freshmatic Max einmal nachfüllst und das Zeitintervall einstellen kannst. Dafür musst du zuerst einmal das Batteriefach oben öffnen. Das befindet sich oberhalb des Airwick und das kannst du ganz einfach einmal so hochklappen und dann ist es schon auf. Hier kommen nämlich eben auch die Batterien rein, das heißt, falls du deine Batterien wechseln musst oder das Gerät eben nicht mehr funktioniert, dann kannst du hier ganz einfach deine Batterien einmal austauschen. Hier ist auch darauf abgebildet, in welcher Reihenfolge die Batterien reinkommen. Das sieht man auf der Kamera jetzt nicht so gut, weil es eben sehr hell ist, aber das wirst du dann schon sehen, wenn du das Gerät vor dir hast. Dann kommen die Batterien einmal ganz einfach rein. Und jetzt wollen wir dann unser ätherisches Öl eben auch noch mit reingeben, das heißt dieses Duftspray. Dafür wird einmal die Kappe abgenommen und dann hast du hier oben den Sprühkopf und der muss nachher vorne beim Airwick Freshmatic eben rausgucken. Und zwar siehst du hier so zwei Schlösser, das heißt du drehst das Unterteil einmal nach links zum offenen Schloss, dann hast du es geöffnet. Und dann nimmst du auch schon deine Dose und gibst die jetzt eben rein, dass wie gesagt hier vorne aus diesem Loch der Sprühkopf rausgucken muss. Das muss auch nicht eingedrückt werden oder einrasten, das drückst du einfach bzw. steckst es einfach einmal rein und das war's schon. Jetzt musst du nur das Unterteil eben wieder anschrauben. Dafür setzt du es wieder rauf und du hast hier eben so zwei Linien drauf abgebildet, die später übereinander sein sollen. Jetzt gucke ich, dass hier die Linie von dem Unterteil etwas weiter links ist und drehe sie dann nach rechts zu, bis beide Linien übereinander sind und dann ist es auch schon wieder verschlossen und die Dose sitzt unten fest drin. Doch damit dein Airwick Freshmatic jetzt auch noch regelmäßig sprüht, musst du noch das Zeitintervall einstellen. Dafür hast du hier einen Schalter, der jetzt noch auf Aus ist. Und es gibt drei Einstellmöglichkeiten. Ein Punkt, zwei Punkte und drei Punkte. Könnte auch sein, dass es eine kleine, eine mittlere und eine große Blume bei dir ist. Das kommt je nach Modell drauf an. Und wenn du das Ganze auf die kleine Blume bzw. auf den einen Punkt stellst, dann sprüht er alle 32 Minuten, auf dem zweiten alle 25 Minuten und auf dem dritten alle 9 Minuten. Das heißt, so kannst du das Zeitintervall einstellen, wie oft der Airwick eben seinen Duft versprühen soll. Wenn du dich dann für einen Modus entschieden hast, den du auch jederzeit übrigens wechseln kannst, dann solltest du aber gucken, dass du, sobald du den Schalter umgelegt hast, relativ schnell die Klappe rauf machst, denn dann dauert es genau 15 Sekunden, bis er seinen ersten Sprüher versprüht. Und so sieht das Ganze dann aus. Und das kommt eben je nachdem, welches Zeitintervall du eingestellt hast. Stell das Ganze am besten irgendwo auf eine Höhe, damit es auch den ganzen Raum erreichen kann, der Duft. Und das war's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.